2030 soll Lübeck eine lebenswerte Stadt sein. Und da sich gerade im Bereich der Digitalisierung viel verändert, glaube ich, ist es wichtig, sich rechtzeitig auf den Weg zu machen, dass wir eben auch 2030 sagen können, wir leben in einer lebenswerten Stadt, die die Zukunft nicht verschlafen hat. Es gibt keine Staus mehr, weil wir eine interaktive, voll digitalisierte Verkehrsführung in Lübeck haben. Und insgesamt glaube ich, dass alle Bürgerinnen und Bürger von diesem wichtigen Prozess profitieren. Zusammenwirken von Verwaltung, von Stadt, von Unternehmen, von städtischen Beteiligungsgesellschaften kann dazu führen, dass man sich wirklich gut aufstellt und international sichtbar wird. Lübeck denkt integral, hat eine moderne Verwaltung, denkt in den Dimensionen, verantwortlich für den Standort und für die Stadt zu sein und hat den Fokus auf die Bedürfnisse der Wirtschaft und des Bürgers mit im Blick. Ich wünsche mir für 2030, dass Lübeck eine lernende Stadt ist, eine smarte Stadt, in der es viele IT-Unternehmen gibt, die diese Stadt mitgestalten. 2030 erleben wir das Welterbe 4.0. Wir vernetzen Lübeck für eine lebenswerte und zukunftsfähige wirtschaftliche Hansestadt. Dass die Unternehmen auch vernetzt sind, dass die Unternehmen Anschluss gefunden haben und bis dahin natürlich viele neue Geschäftsmodelle entwickelt haben, die ihnen auch international Vorteil bringen. Erstens wird es meines Erachtens keine Stadtteilbüros mehr geben, denn jeder Bürger kann jeden Verwaltungsakt von zu Hause aus durchführen. Und zweitens wird es auch viel weniger Privatverkehr auf der Altstadtinsel geben. Wir könnten über E-Ticketing-Systeme nachdenken. Wir können in 10 Jahren vielleicht sogar die Verkehrsströme so leiten, dass es möglich ist, einen Bus auch, wenn er voll ist, sofort wieder durch einen zusätzlichen Bus zu unterstützen. Im Jahre 2030 werden viele Kommunen, viele Wirtschaftsstandorte neidisch auf Lübeck blicken, weil wir nämlich im Jahre 2018 etwas sehr Kluges angefangen haben, was sich im Jahre 2030 auch im letzten Winkel Deutschlands zeigen wird, welche Power dieser Standort Lübeck hat.